Heute, meine Damen und Herren, gar keine. Wenn mein Safari mal nicht spinnen würde, geht es tatsächlich um unter anderem auch um dieses Video hier. Das war mir ehrlich zu spontan. Irgendeine Diskussion, ja, mit, glaube ich, ich weiß es nicht, aber es geht um Trans-Thema, ja, es geht um Trans-Thema. Und er hat das Video am Hauptbahnhof aufgenommen. Am Hauptbahnhof, Digga, letztens auch, ich war am Hauptbahnhof bei uns in der Stadt und da sind einfach Leute, die laufen barfuß rum. Bruder, am Hauptbahnhof. Also das Einzige, wo ich barfuß rumlaufe, ist bei mir zu Hause. Nicht mal im Garten. Digga, und die laufen einfach beim Hauptbahnhof barfuß rum. Das ist krank. Keine Ahnung, wie das Video zustande gekommen ist. Und gar keine Ahnung, wie ich jetzt gerade aussehe. Ich sehe aus wie Zayn Malik. Wie dem auch sei, um das Thema oder das Video ein bisschen zu beschreiben. Ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Das Video besteht eigentlich so gut wie nur aus Diskussion. Oh, und die Diskussion ist einfach so komplett spontan entstanden. Und deswegen dachte ich mir, wird das trotzdem ein Video. Einfach, dass ihr seht, was mir einfach an diesem Hauptbahnhof immer passiert. Das ist nicht einfach nur ein Ort, wo Züge fahren. Digga, das ist viel, viel mehr. Das ist mein Wohnzimmer und da passiert ja, eine Menge. Deswegen geil. Bleibt auf jeden Fall dran. Imagine einfach, der Hauptbahnhof ist dein Wohnzimmer. So, du chillst da so die ganze Zeit. Einfach ich, wenn ich 5 Minuten habe. Bevor ich euch ins Video schicke, ganz, ganz wichtig. Gentle Essence, checkt meine Düfte ab. Ich kann hier wirklich nur mit gutem Gewissen sagen, wir sind seit ein paar Monaten dabei. Also wir sind relativ frisch. Aber wir haben die ein oder anderen Marken, die Parfüm verkaufen, in der kurzen Zeit auf jeden Fall übertoppt. Von der Haltbarkeit, von den Preisen und einfach von den Düften. Deswegen, wenn du dich überzeugen lassen willst, check die Seite gerne aus. Erster Link in der Videobeschreibung mit dem Code DANZON20 sparst du 20% auf deine gesamte Bestellung. Und jetzt rede ich nicht so viel. Ich sprühe mich einmal kurz ein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Diese Umfragen, wie hast du früher mal reagiert auf diese, die so waren wie ich? Wie habe ich da reagiert? Ja, du hast immer schon schlimm reagiert, finde ich. So, du hast nicht so reagiert, wie man sollte. Jeder sollte seine Meinung haben, finde ich. Weißt du, auch hab darauf Kack drauf. Weißt du, ich meine, scheiß drauf. Hab da was gegen. Weißt du, ist mir so egal, aber halt deine Fresse. Weißt du, deine Meinung? Das ist aber auch, Bruder. Guck mal, Diskussion beginnt so. Jo, hab deine Meinung zu irgendeinem Thema, aber halt einfach die Fresse. Das ist crazy, Digga. Das ist crazy. Ist ja meine Lieblings, ja. Wollen wir uns jetzt hier schlagen, oder was? Nein, aber es ist doch so... auf nein, YouTube, guck mal, ich sag dir ehrlich, ich verstehe. Behalte sie für dich, weißt du, wie ich meine? Ja, ist ja auch, guck mal, ich verstehe schon, ich nehme deine Kritik an, also so wenn ich das nächste Mal ein Reaction-Video drehe, sage ich einfach gar nichts mehr. Ich lasse das Video laufen und lade es dann hoch. Aber ja. Nicht so über das Thema redest du immer gerne, finde ich, so wenn ich das... Warte, über welches Thema? TikTok manchmal so, wenn ja, aber über welches Thema, damit ich wirklich weiß, worüber wir sprechen. Über das Trans-Thema, hä, so? Ich hab nie was dagegen gesagt. Hä, so? Ich hab nur... Hä, so, Hauptbahnhof. Im Rahmen der Neugestaltung des Hamburger, okay, das ist in Hamburg, hä, so? Das ist richtig gemacht, so, und das ist schon was dagegen. Inwiefern? Sag mal eine Situation. So Pumpkin-Monkey-Videos, immer wenn da einer mitgemacht hat, so, weißt du? Ich finde schon, ja, okay, die da mitgemacht haben. Aber warte mal ganz kurz, jetzt muss ich aber auch eine Sache sagen. Wir müssen hier mit Punkt und Komma reden. Ich habe ja bei Pumping zum Beispiel nur auf Leute reagiert, die sich aber auch Scheiße gegeben haben. Du kannst ja theoretisch dich operieren, das ist ja dein Körper, das ist nicht mein Körper. Du fügst mir ja keinen Schaden hinzu. Mich juckt das am Ende des Tages nicht. Aber klar fällt eine Person auf, wenn sie sich Scheiße verhält im Internet. Die Stimme hört und direkt anfängt zu lachen, ist das nicht schlecht machen? Nee, ich lache sie ja nicht aus, ich lache ja, mit ihr. Na genau, aber... Und zum Beispiel bei dir hätte ich auch gedacht, genau, du bist eine Frau. Ja genau, weiß ich, aber dann hast du ja die Stimme gehört und du kamst direkt hier. Ich schwöre, ich habe nichts gesagt, du hast direkt gesagt, ich bin trans. Ja, weil du hast ja direkt gehört. Bruder, so eine Diskussion, Bro. So eine Diskussion irgendwo am Hauptbahnhof führen, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt mit Minecraft-Frühs und Kartoffelkopf. Und was? Man hat direkt ein Lächeln kann gesehen. Kann ja sein, dass du einfach im Stadion warst und deswegen die Stimme, du bist heiser. Auch die Gesellschaft von heute, immer in diesen YouTube-Videos. Ich finde, wir Transfrauen werden leider sehr schlecht gemacht. Man sieht direkt, man denkt direkt Männerstimme, Männer aussehen, so viel wie dieser eine Verrückte, der auf dein Video mitgemacht hat, dieser... Einer, der gesagt hat... Digga, es gibt halt auch einfach Leute, ne? Ich glaube, wir haben ja auch schon auf dieses Video reagiert von Persiax, mit dieser Jessica, Digga, die hat total übertrieben, was dieses Thema angeht. Die hat Toten rausgeholt, Junge. Die hat gesagt, ja, Transfrauen, warum du eine Transfrau daten solltest, ist, weil wir können nicht schwanger werden. So, wir haben Löcher... Bruder, das ist crazy, Digga. Mr. Bean. Wieso Mr. Bean? Dein Freund und so und voll... Ja, kenne ich, Mina. Genau, keine Ahnung, wie er heißt. So, ich finde, wegen solchen Personen wird dieses Trans-Thema sehr schlecht gemacht. Und das finde ich sehr schade. Weißt du, was ich meine? Ja, aber du erwähnst es schon, wegen solchen Personen, nicht wegen mir. Ja, aber du machst dich ja darüber lustig. Du unterstützt das ja noch. Weißt du, ich meine... Du unterstützt das ja nicht. Menschen zu finden, wie mich oder so, und zu sehen... Deswegen sage ich doch die ganze Zeit, ich habe sie halbe Stunde überredet. Komm ins Video. Nein, ich möchte nicht mitmachen.
Scheiße. Guck mal, jetzt hat sie Augen gemacht auf meine Brille. Ich habe sie die halbe Stunde überredet. Ich meinte, ey, komm ins Video. Ich stelle dir ganz normale Fragen. Zeig dir einfach nur so, wie das ist. Und dann, zeig mir das Gegenteil. Das Gegenteil steht jetzt hier. Gerade, ich rede ganz normal mit dir. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Hab leider eine tiefe Stimme, aber kann nichts dafür. Aber möchte akzeptiert werden, so wie jeder normale Mensch. Fertig. Ja, normal. Aber deswegen, ihre Tonlage hört sich so an, als würde ich die ganze Zeit schon was gegen sie sagen oder so. Nein. Bei Gott, ich hab ja nichts dagegen. Alle, du hast bestimmt was dagegen. Weißt du, ich meine, aber dein Ding ist es. Du siehst doch auch eine. Entschuldigung. Sorry. Nicht jeder ist so. Siehst du ja selber. Entschuldigung. Ist einfach so weitergegangen. Jeder ist so. Das war jetzt ein schlechtes Bild. Nein, aber das ist. Du wolltest direkt ein Video holen. Weißt du, ich will nicht, dass jeder immer das Bild von einer Transfrau hat. Weißt du, ich meine, aber guck mal, mit einer Perücke, mit Bartschatten. Hast du eine Perücke? Nein, das sind ja meine echten Haare. Weißt du, ich meine, so, aber so denkt man das Transsein, finde ich. Weißt du, was ich meine? Dieses, weißt du, wie ich meine, ne? Das ist so ein Wort, Mann. Das sage ich auch immer, Wort. Das ist so ein Satz, sage ich mal. Den benutze ich auch immer in meinen Videos. Aber das ist so, es macht keinen Sinn, wenn du das nach jedem Satz sagst. Weißt du, wie ich meine? Digga, Bruder. Tage finde ich das echt traurig, weil dann sieht auch keiner nimmt dich mehr ernst. Weißt du, was ich meine? Ich checke, aber das Ding ist, du hast voll so Vorurteile gegenüber mir. Obwohl ich ja nicht mal Vorurteile gegenüber dir habe. Ich finde deine Sachen, wie du darüber redest oder so, nicht so witzig. Du weißt, wie ich meine, zum Beispiel wie die eine Person, so die Videos sind lustig, ja, aber liest die Kommentare durch. Alles dann nur gegen Trans, weißt du, wie ich meine? Und das ist dann nur wegen der Person, weil dann denkt man sich, die Person, jeder ist so, weißt du, wie ich meine? Deswegen sage ich ja, es ist wichtig, dann auch eine Person zu haben, die sagt, ich bin das Gegenteil, ich bin normal, ich bin einfach nur im falschen Körper geboren. Ja, aber jetzt einmal geredet und jetzt viermal, weißt du, wie ich meine gesagt. Dir würde mich interessieren, wie bist du denn zu dem Wandel gekommen? Du bist als Typ geboren, so habe ich das jetzt wahrgenommen. Ja. Wie hieß du, also wie ist denn dein Männchen? Sagt man ja nicht, guck, das ist ja das. Wenn man sich als Frau sieht. Aber mich interessiert ja die Vorgeschichte. Vergangenheit, ja, das ist aber Vergangenheit. Vergangenheit ist Vergangenheit. Okay, Zukunft also, ist Zukunft, oder? Ja. Das klingt plausibel. Also wir lassen einfach die Vergangenheit hier. Mich würde aber interessieren, wie du zu dem Wandel gekommen bist. Siehst du, das ist schon diese Frage. Alter, Digga, man darf ja nicht mal atmen neben mir. Diese Frage aber schon, es kommt doch nicht einfach. Weißt du, man entscheidet sich dafür, jahrelang gemobbt zu werden, man entscheidet sich dafür, diese ganzen teuren Sachen zu bezahlen. Dafür entscheidet man sich, denkst du das? Das ist einfach schon immer drin gewesen. Warum sollte man für sich diese ganze Scheiße sich dafür entscheiden? Das ist doch dumm. Da wäre ich doch einfach ein Junge geblieben, hätte gesagt, fertig und fertig wäre die Sache. Ja, aber jetzt habe ich immer noch nicht verstanden. Im Kopf ist das auch in meinem Kopf. Ich habe gar nichts im Kopf. So wie du wie du auf Frauen stehst. Aber das ist doch eigentlich theoretisch eine berechtigte Frage, oder? So, ey, yo, wie bist du dazu gekommen? Weißt du, wie ich meine? Boah, also würde mich wirklich interessieren, was das so alles kostet. Schon immer in deinem Kopf, richtig? So Kindergarten, groß geworden, immer schon, das war in deinem Kopf. Bei dir war im Kopf, du wolltest immer eine Frau werden. Ja, das ist doch ganz normal. Warum sollte man sich dafür jahrelang schwer machen, wenn man sich dafür entscheiden kann, wenn man sich wirklich dafür entscheiden kann? Hätte ich mir diese ganze Scheiße doch nicht mal gemacht. Weißt du, wie anstrengend sowas ist alles? Deswegen. Wie lange brauchst du, um dich zu schminken? Ich bin nicht mal stark geschminkt, also hab Augenbrauen schon fertig. Hier bisschen so. Concealer, bisschen Eyeliner. So für richtiges Make-up. Eine Stunde. Wenn du jetzt auf der Straße unterwegs bist. Ich dachte zum Beispiel, du bist auch eine Frau. Aber wenn man dann du mit dir... Oh, na, guck mal. Sag doch, du akzeptierst es. Ich akzeptiere es. Aber ich sag ja nichts Falsches. Ich eine Frau bin. Sag doch, ich bin eine Frau. Fertig. Guck mal. Du hast jeder gesagt, ich dachte, du wärst eine Frau. Sag doch, hey, ich weiß, du bist eine Frau, aber du hast ja voll die tiefe Stimme. Warum änderst du nichts daran? Ja, aber... Guck mal, einen Gang runter. Digga, ich hätte gar keinen Bock zu diskutieren. Ich hätte gar keinen Bock. Ich wäre einfach gegangen. Ich hätte gesagt, aber was, komm. Ich wäre einfach gedüst. Nicht, dass er wieder nur mit ihr spricht, um Wäsche zu waschen. Was? Salve Parvus? Was ist das, Digga? Einmal die Kupplung drücken und einmal einen zurück. Wenigstens auf den zweiten. Guck mal, ich gehe jetzt nur nur neutral davon aus. Eine Bekannte von mir ist trans, das hat bei ihr so um die 2000 Euro gekostet. Ja, was hat sie machen lassen? So, wenn ich fragen darf. Durch die Stadt. Ich sehe viele verschiedene Menschen. Das ist zum Beispiel ein Mann, weil er aussieht wie ein Mann. Und ich komme zu dir und ich dachte sofort, du bist eine Frau. Lange Haare, von den Zügen. Du hast keine männlichen Züge, wenn man so flüchtig schaut. Wenn man aber mit dir spricht, hört man die tiefe Stimme raus. Und eine Frau hat ja keine tiefe Stimme. Und deswegen habe ich das dann so ableiten können. Aber das ist nicht, weil ich sage, ich diskriminiere eine Frau. Oder ich diskriminiere das? Ich habe ja gemerkt, du hättest sagen können, finde ich, du hättest das anders formulieren können. Du hättest sagen können, ich habe Weiß ich nicht, ob er das anders formulieren hätte können. Guck mal, das ist ja auch irgendwie so, wie du früher aufgewachsen bist und so, wie du so die Welt begleitet hast, beziehungsweise wie du in dieser Welt so lange lebst. So, ich finde, wenn du dann halt, also zum Beispiel, ich bin aufgewachsen als Kind, ne? Als Kind, sechs,
12, Digga, mit 14. Ich glaube, mit 14 hatten wir nicht mal solche Struggles, Alter. Ich glaube, das kam erst jetzt so mit diesem ganzen Trans-Thema und LGBTQ erst seit, ich glaube, ich weiß es nicht, so aktiv, wo ich das checke und verstehe. Das glaube ich seit, weiß nicht, 4 Jahren oder so, seit ich 18 bin, sowas, ne? Also wirklich, wenn du mit 12 oder auch mit 7 oder sowas, ne? Du hörst ja dann auch die Stimmen. Du bist auf irgendeiner Geburtstagsparty von irgendeinem Onkel und du hörst ja die Stimmen, ne? Das weißt du, okay, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann. Wenn du so aufwächst, dann ist es ja klar, was er so sagt. Er sagt ja so, okay. Und biologisch ist sie ja eigentlich ein Mann. Verstehst du? Du hast eine tiefe Stimme. Setz die, ach so, okay. Warum änderst du nichts daran? Aber das ist auch crazy, wie macht man das weg? Das ist doch auch Fettabsaugung, oder? Nicht sagen. Was willst du denn daran ändern? Willst du Tabletten nehmen und morgen früh eine Frauenschirm haben? Ich kann was daran ändern, so, aber ich habe gerade keine Kraft dafür, weil mir andere Sachen viel wichtiger waren, weißt du, wie ich meine? Ja. Erstmal zu ändern. Ich dachte, du wärst eine Frau. Guck mal, wie du das extra formulierst, so. Ja, normal, weil ich ja nur das sagen kann, was ich denke. Ich kann ja nicht komplett alles umformulieren. Benutzen, dann sind die auch nicht so trocken, die Lippen. Guck mal, jetzt gehst du auf mein Äußeres. Nein, weil das ist voll. Ja, normal. Also, guck mal, das Ding ist, wenn wir streiten wollen, können wir auch vor laufender Kamera streiten. Das ist kein Problem. Ich gebe dir einen Tipp und sage zu dir, ich sag nur meine Wahrnehmung, du siehst für mich aus wie eine Frau, flüchtig. Wenn ich aber ins Detail gehe, sieht man die männlichen Züge und du hast eine männliche Stimme. Aber ich sag da nichts gegen, von wegen, dass ich was dagegen habe, dass du das Geschlecht wechseln willst. Ja. Aber ich glaube, sie ist auch so, oder er, wie auch immer, dadurch, dass sie ja wahrscheinlich so in den jungen Jahren gemobbt wurde, deswegen ist es bei ihr so im Kopf verankert. Und deswegen, ich glaube, diese Leute, die können tatsächlich auch gar nicht so richtig abwägen. Also die Leute, die wirklich was dagegen haben und die Leute, die jetzt mobben wollen oder die Leute, die einfach nur sagen, hey, okay, was bist du jetzt eigentlich? Ich meine, das ist ja, verstehe mich nicht falsch, ist ja eine berechtigte Frage, oder nicht? Wenn jetzt eine Frau kommt mit der tiefen Stimme und männliche Züge hat, dann ist ja die berechtigte Frage, so, versteht ihr? Schon mal vor Date, so, und du datest sie und im Endeffekt stellst sie heraus, Zauberstab. Also da würde ich ja schon gerne wissen, so davor, ob Zauberstab existiert oder nicht existiert. Mir auch nicht so rüber, das Geschlecht ist ja schon längst gewechselt. Ich habe dir einen Tipp gesagt, vielleicht wusstest du nicht, dass es Labello gibt, weiß ich ja nicht. Was ist ein Labello? Das wusste ich wirklich nicht. Klar. Ja, ernsthaft jetzt, was ist ein Labello? Ja, gegen trockene Lippen, was du ja hast. Ja, das nennt man Lippenbalsam. Wie heißt du? Alexandra. Alexandra, guck mal, Alexandra, ich spreche jetzt wirklich mit Respekt zu dir. Ich sag dir eine Sache, ich habe gegen dich nichts, ich habe gegen deine Operation nichts. Das sollst du machen, wie du willst, am Ende verdient der Arzt an dir mit. Und du hast ja... Der Arzt verdient mit, das ist stark, Digga. Das ich auch. Aber ja, er hat schon recht, weißt du, im Endeffekt ist es ja völlig egal, ne? Mach doch, es ist doch dein Körper, mach doch damit, was du willst, aber... Das ist ja auch eine berechtigte Frage, die er gestellt hat. Positiver Aspekt, in dem du einfach in dem Körper bist, in dem du sein möchtest. Mich interessiert das gar nicht, was du bist. So, wenn du nett zu mir bist, bin ich nett zu dir. Wenn du scheiße zu mir bist, dann ignoriere ich dich oder bin scheiße zu dir. So. Aber denk nicht, dass ich hier hingekommen bin und sage, ich habe was gegen Trans, deswegen spreche ich dich jetzt an. Und ich stelle dir auch ganz normale Fragen. Also, es ist ja nicht so, als würde ich sagen, keine Ahnung, hängt der da unten noch oder was weiß ich was. So eine Frage stelle ich dir ja nicht. Weiß ich doch nicht. Aber wenn wir bei der Frage sind, hängt der noch? Komische Fragen. Hängt der noch? Nein, der hängt nicht mehr. Okay. Ja, das ist wichtig, weil das ohne die Frage wäre ich jetzt nicht gegangen. Was würdest du den Leuten mitgeben, die einfach ein falsches Bild davon haben? Ich würde den Leuten mitgeben, nicht immer sofort Vorurteile zu denken, sondern sich die Person erstmal richtig angucken und danach sich ein Bild zu machen. Nicht immer direkt abschrecken, weil man hört, dass man trans ist. Weißt du, wie ich meine? Dieses Abschreckung. Ich lerne sehr viele Jungs, das kam voll falsch drüber. Wenn ich früher einmal Jungs kennengelernt habe oder so, war alles immer toll, alles war gut. Aber wenn das Thema immer kam, haben die sich immer ein Bild gemacht, Transe, Perücke, Bartschatten, dies, das, weißt du, wie ich meine? Wenn man das Thema hört, sollte man sich denken, heutzutage sind die meisten Transfrauen sogar schöner als, weißt du, wie ich meine, normale Frauen sogar. Haben sogar einen besseren Körper. Ist auch operiert am Ende. Ja, guck mal, ich weiß nicht, haben sogar einen besseren Körper. Das ist so einfach ein biologischer Aspekt. Also verstehe mich bitte nicht falsch, aber eine Frau hat ja auch, ja, in sich drin was anderes als ein Mann. So, Mann hat hier nichts, ne? Der hat da, was hat der? Blase oder so. Aber eine Frau hat ja da, Alter, ganze Höhle, Gebärmutter, irgendwelche Hormone und so ein Zeug, ne? Und das nimmt ja auch erstens alles Platz ein und zweitens ist es normal bei einer Frau, wenn sie, also wenn die, sag ich mal so, weißt du, so ein bisschen Bauch hat, ne? Weil erstens das ganze Zeug da ist und sie hat ja auch Tage und so weiter und so fort oder wird ja auch der Bauch ein bisschen aufgeblähter und so, ne? Und dann kommt ihr da mit einem,
Transfrauen sehen besser aus als normale Frauen. Digga, ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt so eine Frau operieren lasse, ne, dann habe ich auch, Digga, hier flache Bauch, ne? Ja, okay, ich habe ein bisschen Schwabbel, Digga, ich habe ein bisschen zugenommen die letzten Tage. Aber, versteht ihr, was ich meine? So, also das ist zum Beispiel ein, so ein Aspekt. Aber ich weiß nicht, Digga, ich könnte mich nie zu einer Frau umoperieren, weil diese Haare, Digga, wie kriege ich die weg? Auf Ernst, Digga. Das geht ja nicht. Bro, wäre ich Transfrau mit behaarten Haaren oder was? Mit behaarten Beinen? Wenn ihr hört direkt trans, nicht direkt abschrecken. Nicht direkt rennen. Nicht chillt, wartet kurz. Und wartet kurz und guckt und euch das rennt, doch erstmal ja an. Guckt euch das mal untenrum erstmal kurz an und dann könnt ihr ja noch rennen, ob ihr wollt oder nicht. Das ist, was ich meine. Sonst ist doch auch Kacke. Weißt du, wie ich meine? Sonst ist auch Kacke. Ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe deinen Punkt wirklich. Weil, guck mal, ich will gar kein böses Blut, ne? Ach, alles gut. Wir sind, guck mal, es hat sich vielleicht so angehört, als wenn wir diskutieren und uns streiten. Wir kennen uns erst seit 2 Minuten. Ich will nur einfach verstehen, wie du denkst. Und du willst ja wahrscheinlich verstehen, wie ich denke. Und deswegen haben wir das in dem Video jetzt so ein bisschen geklärt. Ja, haben wir. Also ich finde, man merkt, du bist ein Netter, alles gut. Man kommt mit dir auf einmal, eben noch wollte sie mich töten. Ja, aber man kann ja mit dir reden. Du antwortest normal, man kann mit dir normal reden. Du kannst gut argumentieren. Nein, aber aber in echt sieht er auch gar nicht mal so schlimm aus. So hätte man, ich dachte auf YouTube, dachte ich immer so. Jetzt, wo ich Ring nicht anhabe, willst du direkt auf Offensive gehen. Ja, genau. Was mich jetzt noch interessieren würde, sagen wir, du hast jetzt einen Jungen kennengelernt. Ihr habt euch ganz normal auf Instagram geschrieben, habt dann ein Treffen vereinbart, ja, und habt euch getroffen. Ich war 2 Jahre in einer Beziehung, alles war gut, wir waren sogar verlobt. Doch, ich habe am Dezember Schluss gemacht, weil es nicht so lief, wie es laufen sollte. 2 Jahre in einer Beziehung und dann schon verlobt. Bruder, das ist crazy. Das verstehe ich nicht. Wie kann man 2 Jahre in einer Beziehung sein und direkt schon so, ey, jo, willst du heiraten? Ja, okay. Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte das mit ihm durchziehen sollen und nicht einfach Schluss machen sollen und wegrennen sollen. Deswegen, wenn du das Video siehst, Lennart, ich liebe dich immer noch. Komm zurück, Lennart. Das war dieses, komm zurück, ihr versucht es nochmal. Sie will dich. Und du willst sie. Warst du da schon so mäßig in Produktion oder warst du schon noch? Nee, da war alles schon fertig. Er war auch mein erstes Mal sozusagen, wenn ihr versteht. Aber warte mal, Lennart hat dich als Frau oder als Mann kennengelernt? Als Frau. Ach so. Okay, und er hat das aber auch so akzeptiert? Im Nachhinein, ja. Also er kam es auch erstmal schwer rüber, aber dann hat er auch gemerkt. So. Oder? Ich frage mich, wie das funktioniert, ne? Wenn da einfach das unten abgeschnitten ist. Was fühlst du dann da? Ich ein ganz normaler Mensch bin und meine Vergangenheit ist. Deswegen, der Problem in der Beziehung war leider ich. Im Nachhinein habe ich das leider nicht so gesehen. War so eine kleine Narzisstin. Ja, deswegen, aber ich habe es eingesehen und es tut mir sehr leid im Herzen. Und ich wünschte, er könnte mir eine Chance geben. Ich glaube, das ist wieder der perfekte Zeitpunkt, um einen kleinen Aufruf zu starten. Lennart, ich weiß, dass du das Video schaust. Ich weiß, dass du gerade auch im Bett liegst. Und ich weiß, dass du auch eben vor 5 Minuten gegessen hast. Meld dich bitte bei Alexandra. Alexandra vermisst dich. Wenn ihr das Ganze so machen wollt, dass ihr euch treffen wollt, ich bin gern dabei. Ich danke dir für das tolle Video und vielleicht sieht man dich nochmal. Ich hoffe, also ich bin jedes Mal hier. Ja, das ist cool, dass er so einen Aufruf gemacht hat. So. Aber im Endeffekt, krasse Diskussion. Ich könnte es nicht, keine Ahnung. Mir wäre das alles so zu bunt. Auf offener Straße, Digga, einfach so zu diskutieren. Mit irgendwelchen Leuten. Bruder, ich habe mal mit Penner diskutiert. Ich habe mal wirklich mit Straßenpenner diskutiert. Die Story muss ich euch ganz kurz erzählen. Wir haben den Geburtstag von Edgar gefeiert, von RTX Pay. Und wir sind dann so rumgelaufen und dann war da so ein Typ. Also ich würde jetzt nicht Straßenpenner sagen, ey, der war einfach obdachlos. Aber er war ziemlich jung. Er war ziemlich jung und hat dann so, und der hat sich halt besoffen und der hat nach Geld gefragt. Und dann habe ich halt gefragt, ja okay, warum der eigentlich so nach Geld, also wir haben ihn so gefragt, was er noch so macht. Und sein Ding war einfach, ja, ich sauf mir jetzt einen rein, habt ihr vielleicht einen Zehner oder so, dann kann ich hier in den Club gehen. Er war obdachlos, er hat irgendwo bei irgendwelchen Kollegen die ganze Zeit gepennt, weil ihn seine Eltern oder so rausgeschmissen haben, weil er keinen Job hat. Und ich will ja nicht über den urteilen, ne? Ich kenne ja seine Vergangenheit nicht, aber... Er hat mir auch irgendwie erzählt, er wurde von seinen Ex-Freundinnen belästigt. Nee, keine Märchengeschichte. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendjemand hat mir ein Video geschickt, wie ich mit ihm diskutiert habe, Digga. Ich glaube, er wurde sogar von seinen Ex-Freundinnen verlassen und so weiter und so fort. Und er wurde verarscht. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Und ich will mal ganz kurz suchen, ob ich es finde oder nicht. Und auf jeden Fall habe ich dann auch mit ihm diskutiert. Vielleicht war das hier? Nee. Nicht hier. Weil ich habe gesagt, ja, okay, aber wie kannst du denn bitte so dein Leben wegschmeißen, okay? Du hast viele Schicksalsschläge erlitten, ne? Ex-Freundin und so weiter und so fort, so. Und er wurde vom Job gekündigt und sowas. Aber wieso kann man denn sein Leben so wegschmeißen und draußen
ja, rumhausen, obdachlos sein, wenn du ja eigentlich, weißt du, du hast ja auch, er wurde, glaube ich, irgendwie rausgeschmissen, wie gesagt, wenn du ja eigentlich was hast, so, und er geht jetzt einfach draußen rum, pennt bei irgendwelchen Freunden, Dinger, besäuft sich den ganzen Tag und geht dann in den Club und will dann irgendeine abschleppen. Und ich hab ihm Real Talk gesagt, Digga, so wie du aussiehst, ich weiß nicht, ob du irgendjemand abschleppst. Er wurde ein bisschen wütend, hat gesagt, ja, mach ich immer. Aber das ist auch hart, Digga. Die Frauen, die bei ihm mitgehen, weil er sucht dann halt immer so Schlafmöglichkeiten. Er geht dann auch zum Beispiel, er freundet sich mit irgendwelchen Leuten an und sagt dann so, ja, wo kann ich bei dir pennen oder so? Wohnst du hier in der Nähe? Ich wohne weit weg. So kommt er über die Runden. Verstehst du, wie ich meine? Er pennt dann bei irgendwelchen fremden Leuten oder halt bei irgendwelchen Frauen. Und die Frage ist dann halt wirklich, ich habe den gesehen, Digga, er hat so nach Alkohol gerochen, ne? Er sah wirklich echt aus, Bruder, richtig ungepflegt. Da frage ich mich auch wirklich, welche Frau den mitnimmt. Den mit nach Hause mitnimmt. Imagine, Bruder, du gehst zur Frau im Club, Digga, und sie sagt, ja, sollen wir zu dir? Nein, ich habe keine Wohnung. Lass zu dir. Habe ich mit dem diskutiert und er so, ja, er kann nicht mehr, weil es der einfachste Weg ist. Ja, Bruder, der einfachste Weg ist, sich einfach zu besaufen, jeden Tag irgendwo anders zu wohnen und sich keine Ahnung, welche Substanzen zu schmeißen und sein Leben einfach wegzuschmeißen. Habe ich ihm auch gesagt, ja, du hast doch eigentlich einen Job gehabt oder sowas. Wie ist es? Wieso ist es nicht einfach so, sich aufzuraffen? Ich denke auch einfach, wenn du dich wirklich... Er hat ja nicht alles weggeschmissen. Er hat ja trotzdem noch irgendwie Familie und so weiter und so fort. Wenn man sich da einfach aufrappelt, einen Job sucht, ist einfach was ändert. Du kannst nicht dein ganzes Leben lang jetzt auf der Straße leben und dein Leben einfach wegschmeißen. So, weil du dir denkst, okay, ja, ich wurde ein paar Mal verarscht von meinen Ex-Freunden und zack, jetzt jeden Tag besaufen. Was ist das für ein Life, Digga? Halt der einen Abschluss? Ja, der hat irgendwas Ausbildung, hat er da irgendwie erzählt. Er erzählt, er hat eine Ausbildung gemacht oder die hat er abgebrochen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war auch Hacke, Digga. Ich war an dem Abend, wo ich den getroffen habe, war ich auch Hacke. Aber ich habe ihm einfach nur gesagt, Digga, noch dein Leben so wegzuschmeißen. So, ja, ich gehe jetzt in den Club und dann suche ich nach der Schlafmöglichkeit. Habt ihr 10 Euro für den Eintritt? Ich denke mir, Alter, Digga. Wirklich. Im Endeffekt hat er unsere Pfandflaschen bekommen. Junge, das ist hart.